Wer unterwegs mehr als nur sein Smartphone für die digitale Welt braucht, greift in der Regel entweder zum Laptop oder zum Tablet. Ist man auf rein Konsum und vorwiegend Bespaßung aus, ist das Tablet der perfekte Begleiter. Surfen, Videos schauen, zocken, das geht alles wunderbar und vor allem sehr einfach. Die ersten Einschränkungen gibt es erst bei der Konnektivität und der verfügbaren Software. Für den Anschluss universeller Hardware und für die Installation komplexer Programme aus dem Desktop-Bereich muss dann schon eher ein Laptop her. Hier fehlt dann allerdings zumindest bei traditionellen Geräten der Bedienkomfort und auch der Formfaktor ist deutlich sperriger. Eine Symbiose aus beiden Welten schaffen sogenannte Convertibles. In der Rangliste ganz oben steht hier das Surface Pro von Microsoft. Ein wirklich tolles Gerät, welches dank Windows 10 mit einer mittlerweile echt gut durchdachten Touch-Bedienung immer mehr Fans findet. Allerdings sind das dann meistens Fans mit dickem Geldbeutel, denn so ein schickes Surface Pro startet nämlich bei etwa 850 Euro. Und ja, mit etwas anständiger Leistung kostet das Ganze auch gut und gerne mal 1300 Euro und mehr. Das, was ihr hier im Hintergrund seht, sieht zwar 1:1 aus wie ein Surface Pro, ist aber keins. Es ist ein Surbook von Chewy. Die kommen aus China und haben das gemacht, was Chinesen eben so machen. Sie, sagen wir, adaptieren gute Ideen und setzen die dann mehr oder weniger gut um. Und das in der Regel deutlich günstiger. In diesem Fall reden wir von über mehr als der Hälfte. Das Surbook ist mit unter 400 Euro preislich weit weg vom westlichen Vorbild, wobei alles andere relativ nah dran ist. Die Spezifikationen auf dem Papier sehen schon mal sehr ordentlich aus. Intel Quad-Core CPU, 12,3 Zoll Display mit hoher Auflösung, 6 GB RAM, 128 GB Speicher, diverse USB-Ports, Kamera, Windows 10, ja, das klingt wirklich alles sehr gut. Wie gut das Surbook sich in der Praxis schlägt, ja, das erzähle ich euch jetzt. Der chinesische Zwilling vom Surface unterscheidet sich optisch im Grunde nur durch das fehlende Windows-Logo auf der Rückseite. Die Hardware steckt ebenfalls in einem hochwertig verarbeiteten Aluminiumgehäuse mit mattsilbrigem Finish. Einen Lüftungsschlitz gibt es aber nicht, da das Gerät komplett passiv ohne Lüfter gekühlt wird. Aussparungen finden wir nur unten links und unten rechts für die Lautsprecher und für die aus Metall gefertigten Tasten für Power und Lautstärke auf der Oberseite. Auf der rechten Gehäuseseite gibt es neben einem 3,5 mm Klinkenanschluss auch zwei USB 3.0 Ports und einen USB-C Port. Dieser wird zum Aufladen und zum Datentausch verwendet. In vielen Reviews heißt es, man könne hier auch einen USB-C tauglichen Monitor anschließen. Ja, aber mein Versuch, meinen 38 Zoll Ultra-Wide von LG mit USB-C Output an das Surbook anzuschließen, ja, der scheiterte. Es gab nur ein kurzes Geflacker und keine Verbindung. Lediglich der Akku wird direkt über den Monitor aufgeladen, aber bildtechnisch passiert da nichts. Ja, die Tatsache, dass es kaum USB-C-Monitore gibt und dass auch der Anschluss in den wenigsten Fällen Sinn machen würde, lässt mich allerdings leicht darüber hinwegsehen. Der ausklappbare Ständer auf der Rückseite arbeitet stufenlos bis zu 125 Grad Neigung mit einem wirklich sehr soliden Mechanismus. Dieser macht einen super robusten Eindruck und funktioniert so schwergängig, dass er wirklich in jeder Position genutzt werden kann. Eben je nachdem, wie man vor dem Gerät sitzt bzw. was man gerade damit macht. Auf der 125 Grad Stellung funktioniert er zum Beispiel wunderbar auf dem Schoß, wofür man zum Beispiel bei einem iPad eine entsprechende Hülle bräuchte. Und die wäre dann auch weniger stabil als dieses wirklich sehr stabile Teil am Surbook. Unter dem robusten Ständer, oh Gott, habe ich das geschrieben? Das muss ich anders machen. Unter dem Kickstand findet sich noch ein Slot für eine Micro-SD-Karte. Der 128 GB große interne eMMC-Speicher lässt sich dann nochmal um bis zu zusätzliche 128 GB per Karte erweitern.
Die Vorderseite zeigt sich mit einem 18 mm dicken schwarzen Rahmen und einer zentral angeordneten Frontkamera mit 2 Megapixel bzw. 720p Videoauflösung. Die Hauptkamera auf der Rückseite macht 5 Megapixel bei 1080p im Videomodus. Ja, qualitativ ist das Ganze okay und für Skype und Co. auf jeden Fall ausreichend. Das dazugehörige Mikrofon ist so lala und ebenfalls maximal für die Videotelefonie zu empfehlen. Auf der Unterseite gibt es noch einen magnetischen Anschluss für die Original-Chewy-Tastatur. Ja, diese ist separat erhältlich und kostet etwa 50 Euro. Das Ding werdet ihr allerdings in diesem Test nicht sehen, da ich sie nicht brauche und bei Bedarf dann eher eine ganz normale USB-Tastatur anschließen würde. Das Display ist definitiv die größte Stärke des Surbooks. 12,3 Zoll, 2736 x 1824 Pixel, also demnach 3:2 Format und das Ganze verpackt in einem IXO IPS Panel. Meinen Recherchen nach ist es exakt das gleiche Panel wie beim Microsoft Surface Pro und wenn man bedenkt, dass das Ding nur knapp 400 Euro teuer ist, ist das nahezu unrealistisch großartig. Die Blickwinkel sind dank IPS Panel extrem gut und auch die Farben sind on point und wirklich sehr ausgewogen. Die Schärfe ist mit 267 ppi ganz knapp über iPad Pro Niveau und liefert ein gestochen scharfes Bild, saubere Textabbildung und bietet viel Platz auf dem Screen. Aufgrund des 3:2 Formats hat man bei Filmen und Serien zwar schwarze Balken, das perfekte Bild und die Vorteile vom 3:2 Format bei Office-Anwendung trösten aber darüber hinweg. Schaut man ganz genau hin, sieht man zwischen dem kratzfesten Glas und dem eigentlichen Panel ein wenig Luft. Ja, dennoch funktioniert der Touchscreen mit den Fingern wunderbar und verlässlich und vor allem ohne spürbarem Delay. Ja, mir ist auch jetzt irgendwie erst aufgefallen, wie gut sich Windows 10 per Touch eigentlich steuern lässt und wie stark es für die Toucheingabe designt ist. Ja, das Betriebssystem ist übrigens auf Englisch vorinstalliert und kann problemlos auf Deutsch umgestellt werden. Bei der Eingabe mit dem für knapp 30 Euro erhältlichen Stylus merkt man dann allerdings schon eine deutliche Verzögerung. Das ist beim iPad Pro und dem Apple Pen zum Beispiel, das habe ich schon öfter ausprobiert, wirklich um Welten besser. Ja, der Stift eignet sich dennoch für simple Kritzeleien, Notizen oder der Texteingabe über die Handschrift. Ja, für den Preis lohnt sich die zusätzliche Anschaffung in meinen Augen also schon, wenn man eben auf diese Features Bock hat. Die On-Screen-Tastatur von Windows 10 funktioniert gerade im 125-Grad-Stand erstaunlich gut und dank des großen Displays mit zwei Händen wie bei einer ganz normalen Tastatur. Wer nicht auf Touch steht, greift entweder auf die magnetische Chewy-Tastatur oder zum traditionellen USB-Gerät zurück. Der große Vorteil zum traditionellen Tablet ist vor allem die Konnektivität. Wir haben Wi-Fi in 2,4 und 5 GHz, Bluetooth 4.0, USB-A, USB-C und das natürlich zusammen mit dem vollen Treiber-Support von Windows 10. Ihr könnt also quasi alles anschließen. Sehr praktisch zeigte sich zum Beispiel meine MX Master von Logitech oder das kabellose HyperX Cloud Flight Headset mit Funk-USB-Dongle, der natürlich auch am Surbook funktioniert. Die Möglichkeiten sind ja, wie gesagt, quasi grenzenlos. Externe Festplatten, SD-Kartenlesegeräte, ein USB-Audio-Interface, HDMI-Capture-Geräte. Wer mit dem Ding produktiv werden will, der kann das tun. Ihr dürft von dem Intel Celeron Quad-Core keine Wunder erwarten. Ja, weil das Surbook komplett lüfterlos auskommt, ist es zwar lautlos, drosselt aber auch die von Haus aus schon recht schwache Celeron CPU ein wenig runter. Für Office, Web und Social Media samt Multitasking ist das in Zusammenarbeit mit den 6 GB RAM aber durchaus praktikabel und angenehm im Workflow. Tweets checken, Fotos angucken, auf YouTube rumlungern, Blogs lesen, ein bisschen Excel, geht wirklich alles und das sogar gleichzeitig. Ende ist allerdings bei anspruchsvollen Aufgaben, wie zum Beispiel Lightroom. Ja, das habe ich installiert und versucht, ein paar RAW-Fotos zu bearbeiten und das geht zwar, allerdings für meine Zwecke zu langsam und hakelig, als dass es produktiv ist bzw. Spaß macht. Ja, da macht die mobile Version auf dem Smartphone oder iPad auf jeden Fall deutlich mehr Sinn. Ja, auch Photoshop ist eher so mehr von der Performance und Adobe Premiere habe ich gar nicht erst installiert. Wie gesagt,
für Office-, Web- und Medienkonsum aber vollkommen okay und absolut ausreichend. Ja, das ausreichend, das trifft doch auf die Lautsprecher zu, denn die sind okay, mehr aber auch nicht. Ja, sie klingen in etwa so wie die von meinem Galaxy S8 Plus. Der Akku ist mit 37 Wattstunden sehr ordentlich und mein Surbook hat immer so zwischen 6 und 8 Stunden gehalten. Ja, wenn man mehr möchte, ist das möglich und zwar über den USB-C-Port, denn da kann man einfach eine Power Delivery Powerbank anschließen und hat dann quasi unendlich Laufzeit. Ja, also Zugfahrten ins Ausland mit Dauer-Netflix, dem steht dann nichts mehr im Wege. Nach dem Mi Robot von Xiaomi ist das Surbook das zweite Gerät aus China, welches mich wirklich beeindruckt hat. Ja, würde das Ding für den Kurs im Saturn stehen, wäre es wahrscheinlich ein Topseller und ständig ausverkauft. Ja, man macht zwar ein paar Abstriche, bekommt aber im Kern wirklich ein grundsolides Gerät mit breiter Einsatzmöglichkeit zu einem Bruchteil des Preises vom Surface Pro. Und wie ihr hier im Test gesehen habt, ist es wirklich nicht weit weg davon. Wer Interesse hat, kann gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung bei gearbest.com vorbeischauen. Ja, die haben mir das Ding hier auch für den Test zur Verfügung gestellt. Aber natürlich auch unter der Voraussetzung, dass ich meine Meinung hier komplett frei äußern durfte und auch Kritik anbringen durfte. Was ich in diesem Video ja auch getan habe. Ja, zum Zeitpunkt dieses Videos kostet es dort gerade mal knapp 330 Euro zuzüglich Steuern natürlich. Und die Lieferung, die beträgt in der Regel so 2 bis 3 Wochen. Meine Erfahrung mit gearbest.com waren bisher wirklich durchweg positiv. Bedenkt jedoch, dass im Gewährleistungsfall oder beim Umtausch vielleicht alles ein wenig komplizierter ist als bei Amazon und Co. Ja, das war mein Review zum Surbook von Chewy. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare, denn dann kommt sicher bald auch schon das nächste Video. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace. អ្វីដែលកើតឡើងនេះគឺជាអ្វីដែលប្រងបានបង្កើតឡើងមកដូច្នេះសូមចងចាំថាព្រះគឺជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់យ៉ាអរគុណច្រើន